Ex-Tennisprofi Boris Becker muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet. Dies ist die Geschichte eines deutschen Helden. Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker. Die Geschichte seines Aufstiegs. Unglaubliches Selbstbewusstsein. Unglaublich in jeder Situation zu sagen, ich bin sowieso der Beste. Dieser Biss, diese Leidenschaft auf dem Platz, die Emotionalität, aber vor allem dieser Wille, der sprichwörtlich ja Berge versetzt hat. Und die Geschichte seines Absturzes. Ja, wir hatten ein Problem oder er hatte ein Problem, ein grundsätzliches Problem. Das war seine Beratungsresistenz. Wie aus einem 17-jährigen Leimener unser Boris wurde. In Deutschland war der einfach Kultfigur Nummer 1. Weltweit ist es ein Wahnsinn, wie die Leute den Boris suchen und wie die ihn vereinnahmen wollen. Und wie aus dem Weltsportler Becker ein inhaftierter Straftäter. Er hätte sich entschuldigt, er hätte sich reuig zerknirscht gezeigt, er wäre vielleicht auch im Sack- und Büßergewand vor Gericht erschienen, er hätte noch ein paar Pfund für die Gläubiger gesammelt, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewährung gegeben. Ein deutsches Drama. In seinem Fall hat das Erwachsenwerden tatsächlich buchstäblich vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden. Die ganze Geschichte. Das Beste, was wir anzubieten haben, natürlich unser Boris. Unser Boris. Überall da, wo es Podcasts gibt.